dran. Willkommen zurück zu WoT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 49 läuft. Jetzt sind wir mit Super Hero in Training. Vom Clan PBGB im T29 werden Zug mit Steel Cord Man, ebenfalls im T29. Schwerer Panzer der US-Amerikaner auf Stufe 7 sind unterwegs in einem 8er Gefecht auf Murawaka. Hey, richtig, Murawaka. Was für ein Panzer. Was haben wir drauf? 105 Löcher, damit wir alles durchschieben. Ja, das haben sie schon bei 195 Durchschlag. Auf dem Episode 245 Durchschlag bei 320 Schaden. Und auf HIX 24 Schaden bei 53 Durchschlag. Die selbe ähnliche Kanone ist auf dem Kaiser GF drauf, dem Fahrzeug, der ist Stufe 8 und kommt in Stufe 10 gefällt. Echt gute Einzelzeit, wie es so aussieht. Hoffe ich, dass da mal hier und da sehe ich das öfter. Da hinten ist ein Feld frei. 6. Keine Feuerlöcher dabei. Also okay ist. Wir müssen alles auffüllen. Noch ein Repair-Kit bei den Wegen. Okay. Der TVP schmeißt da sein Fahrzeug weg, fährt da nach vorne, repariert seine Kette und geht direkt in die Werkstatt. So, was machen wir bei der Kiste? Sozusagen, wir sind in puncto Mobilität eher im unteren Drittel unterwegs. Das ist halt ein schwerer Panzer, ein sehr, sehr, sehr guter Turm. Der ist wirklich enorm stark. Wir haben 8er Panzer, teilweise sogar einen 9er Panzer. Mächtig Probleme durchzukommen, es versucht keiner drauf zu schießen. Zumindest ist es verteidig. Kanone lädt relativ gut nach. Und das ist eine ganz hervorragende Maschine. Wenn jemand schwerer Panzer lernen möchte, der ist noch ideal dafür geeignet. Oh, die Seile. Ah, verdammt. Kann aber die Seile von dem Turm zu kriegen. Das ist nicht so einfach. Jawohl. Kill Nummer 1 für uns. 860 Schaden. 970 Schaden auf dem Kern. Noch nichts geblockt. Wie wir sehen, man kann sehen, wenn man den Turm ein bisschen drauf ballert. Reitfeld über die rechte Seite. Das heißt, wir werden es erstmal hinter den Häusern bzw. ein bisschen aufhalten. Wir fahren direkt weiter. Ich hätte noch gewartet, bis er mindestens auf Höhe von dem Wald ist. Okay, aktuell sieht es noch nicht schlimm aus. Hier stehen zwei Fahrzeuge im Camp. Versucht, also wenn das Camp ist, das Camp an sich zu reißen. Zwischen hier die Flanke auseinander. Schubler-Emil da auf der Seite, schießt los. Das ist Kill Nummer 2. 1018 Schaden. Jetzt nochmal ein Light. Wo ist der Light da hinten? Okay, war der Light da hinten. Gegner zwischen mit so drei Fahrzeugen im Camp hatten. Wir haben allerdings von uns IS-3 vor direkt an der Front. Die ist zum Resetten ideal geeignet. Kann den ganzen Ding einschrecken. Zugkollege hat schon ein bisschen was gefressen, hat noch 344 HP übrig. Keine Ahnung, ob der direkt alleine nach vorne fährt. Wir werden uns jetzt den Camp von der anderen Seite anschauen, nehme ich an. Oh, Zugkollege noch mit 8 HP, das ist. Man muss nicht so viel riskieren. Da ist der M41 Bulldog, hat sie mir eben eine eingeschenkt bekommen. Wird es wahrscheinlich dein Zugkollege aushängen. Jawohl, dafür geht der Bulldog direkt baden. Ja, da hat sich ja unser T29 ausgedacht, den Zugkollegen. Aber ist egal. Wir haben es nochmal rumgerissen. So. Wir gehen jetzt unserem Auftrag nach und werden hier vorne das Camp vor dem bösen Feind schützen. Dafür werden wir uns eine Position suchen, wo wir die untere Marke verstecken können. Mit dem Helm oben drüber schauen. Und das wird reichen, sagen wir mal, wie es ist. Der Gegner fährt aus dem Camp heraus. Okay, Kaunstein ist 5:8 und der Camp komplett ignoriert. Ich bin mir fast sicher, dass ich sowas viel öfter recht. Also, was kann hätte. Wir genügend Gantebüschen, wir können uns direkt hier drum rumstellen. Hinter prallt ab. Die Kanone
260 durchschlagen, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist doch ein bisschen was anderes. Aber die 138 durchschlagen ist schon ein bisschen schlimm. Der hat auf Stufe 8 das Medium, das 102 Durchschlag. Also 4 cm, 4 mm mehr Durchschlag als der Kreiser GF. Das macht man halt so. Aber trotzdem macht man weiter nicht mehr. Jawohl, die 450er Stelle, die haben wir uns einfach müssen. Ja, das. Dafür haben wir dann WC111 rausnehmen können. Wir sind bei 2021 Schaden, wir sind bei 4 Kills. Die 20 auf der hinter uns direkt. Wir werden uns hier direkt an den, okay, an den Wald stellen. Blind reinhalten können, wäre nicht schlimm gewesen. Da steht 11 zu 11, das sah am Anfang gar nicht, sah jetzt zum Ende hin gar nicht mehr so gut aus, aber inzwischen haben wir schon mal wieder rumgerissen. Also Artillerie im Leben. Aber jetzt weiß ich, wo der Alex 1355 steckt. Stand vorhin, als wir den aufgeklärt haben. Ich glaube, den auf der AB relativ. Morgan wird sich jetzt unsere Artillerie holen. KV3, deine Fähigkeit, ein super Pershing am Leben. Mit 3 Mann sind nur ein Gap. Gegner allerdings noch mit Artillerie, das heißt, er kann das relativ locker resetten. Das ist ja eben ausgescoutet. Keine Ahnung, ob ich die kleine Mistmane da vorher noch aufgemacht habe. Wir sind bei 2660 Schaden ausgeteilt, 860 Schaden geblockt. Bei 355 Schaden gescoutet. Ja. 10 Sekunden ist der Sense. Rogetto wäre schnell genug, um das hier noch. Okay, Artillerie schießt daneben. Rogetto kann es in letzter Sekunde resetten. Dürfte auch nachgeladen haben. Und hat sich soeben verabschiedet. Sehr schön. So, wie machen wir das jetzt? Geben wir der Artillerie noch die Möglichkeit, ein bisschen zu sterben? Oder möchten wir uns hier gerne dem gemeinschaftlichen Captain, dem Gruppencaptain, hingeben? Also, Burg Pershing mal eben auf den Crusader SP rausgenommen. Bin fast der Meinung, wir sollten der Artillerie einen kleinen Besuch abstatten. Jo, KV3 bleibt im Cap stehen. Sichert quasi damit ab. Ne, macht er nicht. Er macht hinten auf der hoffentlich vierer Linie die Tür zu. Was haben wir denn? Ein Crusader. Das ist nicht so schnell. Gegen eine Franzosenartillerie hätte ich es nicht probiert. Denn die ist ziemlich flott. Kriegt er wahrscheinlich gar nicht. Der Brite würde ich sagen. Da ist es auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das kommt immer raus. Mal sehen, wo der steht. Das sind wir auch ein Minutenspiel jetzt. Also wir haben 6 Kills auf der Uhr, wir haben 2752 Schaden gemacht, wir haben 860 Schaden geblockt. Guter Turm, ich sag's immer wieder. Und 355 Schaden haben wir gescoutet. Ich will die Premium-Munition ausmachen, ich will auf Standard-Munition oder auf HE wechseln, denn der Crusader ist ein relativ weiches Ziel. Schon mal sein, dass man da mit 24 Schaden bei dem landen kann. So. Hinter der Ecke auf 1 war jetzt natürlich keiner. Das ist ein bisschen scheiße. Ich sag ja, das ist nicht mehr der schnellste. Es gibt auf jeden Fall mobilere Panzer, auch auf der Stufe. Gehört aber zu den besseren.
Also auf jeden Fall in erster Reihe Panzer, wenn man die unter der Wanne verstecken kann. Also auf jeden Fall eine recht vernünftige Kanone. Da gibt es andere Panzer, wie zum Beispiel PS, die Kanone nicht ganz so gut ist, allerdings ebenfalls mit einem exzellenten Turm. Und ein bisschen besser, was mit dem Tier dann geht, allerdings so ein Tigersort habe ich eher eine aus der zweiten Reihe. Die Franzosen sind auf jeden Fall eine Panzergruppe, die aus der zweiten Reihe schießen sollte. So, wo ist er jetzt? Wo ist der böse Feind? Stellen wir uns doch mal scannen, wie das aussieht. Wenn du das Video siehst, bitte einmal kurz reinschreiben, was du im Panzer verbaut hast. Ich gehe auf jeden Fall von dem Ansatz und von dem Waffenrichtantrieb aus. So wie die Sichtweite ist, würde ich fast sagen, ist noch ein Ding noch drin. Aber wie gesagt, wenn du das siehst, das Video, schau, da ist er. Einmal kurz reinschreiben, was hast du verbaut? Hatte ich aufgemacht, hatte ich resettet und das ist sein Tod. Wie aus. Da kannst du direkt rausfahren. Ja, gehört auch komplett dir. Also wie gesagt, ich würde ihn mit HE bekämpfen wollen. Ich hoffe, dass der Koffer gleich hinten auf die A-Linie fährt. Zumindest ist die Weg ganz so schnell. Und ich würde den Funker wieder aktivieren. Denn was der ein oder andere vielleicht nicht weiß, wenn man mit defekten Funker das Gefecht sieht, beziehungsweise zum Ende des Gefechtes kommt. Und dann bedeutet das in der Regel, kommt der etwas weniger XP. Das heißt, der forscht langsamer weiter. Das ist auch nicht ein bisschen. Zumindest ist Takte, man kriegt die komplett die Erfahrungspunkte. Verletzt. Des Gefechtes kommt. Deswegen. So, Crusader gibt jetzt quasi sein letztes Intermezzo. Hallöchen. Da sind wir. Ein Schuss, ein Kill und tschüss. 3102 Schaden, 7 Kills, 860 Schaden geblockt und 355 Schaden aufgeklärt. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Vorher gibt es wie immer, wenn es ein Foto gibt, ein Foto vom Panzer. Das ist er. So hat er ausgesehen. Wenn man ein bisschen die Farbe weglässt und das Rostschutzmittel ein bisschen sparsam aufträgt, sieht er dann so aus. Also hier und da ein bisschen rostiger, als er hätte sein sollen. Nette Kiste. So, Victory. Wir haben eine Top Gun bekommen. Wir haben eine von diesen hübschen Anleihen da. Ein bisschen Gezippel und Gezappel. 1M. 1314 Basis-XP, das sollten auf jeden Fall reichen auf Stufe 7 für ein M. Zumindest bei dem Panzer. 3102 Schaden, wie gesagt. Wir haben relativ viel miese gemacht. Wir haben mit drüben 49.000 eingenommen. Mit ein paar Auszahlungen sind wir auf 56.000 gekommen. Haben aber 67.000 für Munition ausgegeben. Das viele Premium-Geschieße muss teilweise nicht sein. Der ein oder andere Panzer verträgt auch mal Standard-Munition. Man hat es da gesehen. 14 Treffer, 14. Also 14 Schüsse abgefeuert, 14 getroffen, 12 haben wir geschlagen. Wir haben ein bisschen Schaden über 300 Meter gemacht und sind knapp 4 Kilometer gefahren. Also sehr fleißig, sehr, sehr fleißig. Jo, nette Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, fleißig draufklicken, Like da lassen und ein Abo natürlich für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.